große Probleme. Und jetzt wechselt er gleich doppelt aus. Zu viel. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Jetzt wieder die Bayern. Abseits von Robben. Da verlängert er den Ball. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Arjen Robben jetzt. Da kommt der Schuss. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Zuffi. Marek Suchi. Breel Donald Embolo. Der Pass zurück zum Keeper. Robben. Douglas Costa. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Janko. Elneny jetzt. Ah, oh, da geht er vorbei. Breel Donald. Tor. Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und Robben. Coman. Sophie. 4 Minuten bleiben hier noch. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Mohamed Elneny. Gut geklärt, das war wichtig. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Robben. Er zieht ab, den Ball hält er fest, gute Aktion. Das Spiel ist aus, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Und mit dem Sieg heute haben sie ihren Punktevorsprung sogar noch ausgebaut. Im Moment haben sie aber auch wirklich alles im Griff. Wie hast du die Leistung von Robben gesehen heute? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Das Handicap jetzt. Er muss runter und es gibt Elfmeter. Und wir sind ja noch in der Anfangsphase. Das wird... Er macht den Elfer. Thomas Müller jetzt.
Er zieht ab. Was eine Chance, Latte. Ribéry. Da passt der Torhüter auf. Gibt Ecke, Ribéry wird sie bringen. Alaba. Und eine gute Parade, den Ball hat er. Zuspiel für Robben. Der Angriff könnte was werden. Robben! Da ist das Tor, aber ein bisschen Glück war mit dabei.